Am 17. Mai 1990 beschloss die Weltgesundheitsorganisation endlich, Homosexualität aus ihrem Katalog der Krankheiten zu streichen. Trotz vieler Fortschritte in den vergangenen Jahren ist die Situation für LGBTI-Personen in einigen Teilen der Welt weiterhin sehr schwierig, ja gefährlich. Das gilt leider auch für die Türkei. Zwar wurde das generelle Verbot von LGBTI-Veranstaltungen in Ankara, das seit 2017 bestand, im vergangenen Jahr aufgehoben, aber es besorgt mich, dass in den letzten Jahren die Pride Marches in Istanbul, Ankara und anderen Städten nicht genehmigt und von der Polizei gewaltsam gestoppt wurden. Meine Solidarität gehört den Studierenden und Lehrkräften, die vor Gericht stehen, weil sie einen Pride March auf dem Campus ihrer Universität durchgeführt haben. Ihnen drohen mehrere Jahre Haft. So etwas geht gar nicht. Ein friedlicher Pride March darf kein Grund für eine solche Verfolgung sein. Wir hoffen auf einen zügigen und einen fairen Prozess. Und dann denke ich natürlich an all die tragischen Fälle, die keine große Öffentlichkeit erfahren. Menschen, die von ihren Familien und Freunden verstoßen werden. Personen, die sich täglich vor ihrem Umfeld verstecken müssen und nicht sie selbst sein können. All diejenigen, deren Existenz geleugnet wird, die Ausgrenzung erleiden oder sogar Gewalt erfahren. Diese Opfer der Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie gibt es bei uns in Deutschland und es gibt sie auch in der Türkei. Allen, die es bis heute nicht verstehen wollen, sage ich daher in aller Deutlichkeit: Love is love, Liebe ist Liebe, Don Meyes. Umso erfreulicher und ein Zeichen der Stärke ist es, dass es in der Türkei trotz allem eine engagierte und selbstbewusste LGBTI-Community gibt. Dass es Menschen gibt, die einander helfen und sich gemeinsam für ihre Rechte einsetzen. Diesen Menschen möchten wir, wo immer es uns möglich ist, unsere weitere Unterstützung zusichern. Wir verfolgen die Entwicklungen in der Türkei ganz genau und wir wünschen allen LGBTI-Gruppen, Personen und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern einen wunderbaren, bunten, ausgelassenen Eidehot. Ich stehe an Ihrer Seite.